Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Quest mit der guten Emily. Hallo zusammen. Ja, und Emily hat sich im ersten Part gewünscht und bei mir gehen natürlich Wünsche in Erfüllung. Sie darf heute spielen. Ich darf heute spielen. Der Noob darf spielen. Zumindest hat Marco mir gesagt, ich muss nur zwei Knöpfe bewegen, also läuft's. Das schaffst du. Und wer den ersten Part verpasst hat, schaut ihn euch gerne natürlich noch an. Ansonsten, wir haben Bisasam, Taubsi und Rapfratz in unserem Team und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Die Chiller Gang. So. Oh, wir sind schon fast vorm Boss. Wir sind schon bei 1-3. Ja. Per-Amulette, die Anhänger der Pokémon ist... Okay. Du weißt doch, das klappt nicht. Ich hab ihn versucht. Also Windstoß ist bereit, alle anderen, doch Blättertanz auch, alle Attacken sind bereit. Ja. Okay. Da, jetzt geht's los, Schatz. Jetzt musst du dich beeilen. Windstoß. So, aber jetzt kann ich wenigstens auch mal das mir ein bisschen gut angucken. Weil im ersten Part war ich ja mit den Attacken beschäftigt, habe ich kaum was gesehen. Ja. Also man kriegt schon was, du suchst nicht. Also das ich nicht, aber du bist ja auch multitaskingfähig. Ist ja was anderes. So. So, auf zur nächsten! Die Angriffswelle ist überstanden, sehr gut. Aber wie schon gesagt, Ratzfratz kriegt halt wirklich immer alles ab. Wahrscheinlich, weil er einfach schneller ist als die anderen. Ja, die Pokémon haben ja verschiedene Attribute. Wir haben ja diese Samo auch mal ausgewählt, der ist sehr defensiv. Und Ratzfratz ist halt wahrscheinlich einfach ein schneller. Das wird ihm halt im Angriff dafür helfen. Ja. Aber bis jetzt hat es ja geklappt. Und dann schauen wir einfach mal, ob es auch weiterhin klappen wird. Auf der nächsten Angriff. Oh, jetzt haben wir Habitak. Mal schlagt mich gut eigentlich? Ja, bis jetzt. Ich meine, bist du kein Mann. Oh, Fukano. Sehr, sehr cool. Das ist auch ein Feuertyp, oder? Ja, ist ein Feuertyp. Das heißt für Bisasam eigentlich schlecht. Aber ich glaube mal, dass hier... Wobei, wir haben mal ein bisschen was einsteckt. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt nach den Typen, ob das hier einen Unterschied macht. Aber ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, aber bis jetzt schlagen sie eigentlich ziemlich gut alle. Ja. Aber wie schon gesagt, Ratzfratz macht mich am meisten Sorgen. Was passiert mit den Pokémon, wenn sie verletzt sind? Verletzt sind sie schon, du meinst, wenn sie erledigt sind? Ja, das meine ich. Ja. Oh. Und wieder auf Ratzfratz. So. Tja. Oh nein, ein Pokéball! Ja. Ja, Ratzfratz ist ein Pokéball. Auf, du musst weiter angreifen. Ah, tja, Entschuldigung, ich hab nur eine freie Garde. Auf geht's! Wir haben es ganz alleine. Tja. So. Oh. Läuft. Das hat sehr viel ausgehalten. So ein kleiner Strich war einfach noch übrig. So, okay, aber jetzt einen Gegner hast du noch. Mal sehen, ob du den schaffst jetzt mit. Wow. Oh, Rapfatz ist wieder okay, zurück. Es lädt sich wieder auf. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Oh. Ist das Taubos? Ja. Oder Tauboga. Ah, okay. Ich habe eh keine Ahnung von den Dingern. Also. Die Dinger heißen Pokémon, die haben ganz schöne Gefühle. Wunderbare, wunderschöne Pokémons. Wo ich immer wieder sagen muss, echt cool. Stell dir mal vor, in echt würde so eigentlich so ein Pokémon über der Straße rumlaufen. Weißt du, wie schlimm das wäre, wenn du den mitnehmen willst und deine Eltern sagen, du darfst dir keinen mitnehmen und du willst halt ein Ash Ketchum sein? Ich würde sie einfach nur einen Pokéball fangen. So. Auf geht's, mach Tauboga platt. Ich mach Tauboga platt. Läuft. Angriffswelle überstanden. Pum! Stufe abgeschlossen. Wir müssen übrigens dann noch die Stufensteine einfügen. Du weißt schon, die Härtesteine und auch die, wenn sie stärker geworden sind. Ja. Aber hier kannst du jetzt gerade nichts machen. Nee, aber man kann jetzt vielleicht auch mal was sagen zu den Sachen da, die da gelb aufleuchten. Siehst du die drei Teile? Ja. Das kommt dann später noch dazu. Ich nehme mal an, dass das dann irgend sowas ist wie, auch sowas wie diese Härtestachen oder was auch immer. Vermutlich. Okay. Sollen wir bekommen? Ja. Haben wir wieder gute Sachen zum Kochen? Vergiss nicht, neue P-Steine in den P. Das hätte man schaffen können. Okay. Bis jetzt ist ja alles gut gelaufen. Je weiter man ins Innere der Insel vordringt, desto stärker werden die wilden Pokémon. Wir sollten bei unserer Erkundung weitere P-Steine sammeln und uns mit mehr Pokémon anfreunden. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich würde jetzt sagen, dass wir auf jeden Fall zur Basis zurückgehen, weil ich will ein bisschen aufrüsten, die Freunde. Ja, dann mach das mal. Weil wir haben ein paar P-Steine bekommen, aber wir haben sie bis jetzt noch nicht genutzt. Ah! Etwa alle 22 Stunden besuchen dich Pokémon in deiner Basis, die sich mit dir anfreunden wollen. Mhm. Auch seltene Pokémon, die du auf Erkundung getroffen hast, schauen ab und zu mal vorbei. Cool. Lass mal gucken in der Umgebung. Ist da irgendwas? Die Hauptaufgabe schon, möchtest du deine Erfolge ansehen? Ja. Ja, warum nicht? Upsi. Schauen wir es uns mal an. Upsi, Erfolge hier draufgeben. Tada! Für verschiedene Aktivitäten auf Kubo Island erhältst du Items als Belohnung. Mhm. Dazu gehören auch wertvolle Pego-Scheine. PS. Oh, Entschuldigung. Pokémon Shop. Batterie wird aufgeladen. Abholen. Ja, weil unsere Batterie fast leer ist.
Sehr gut. Es gibt auch Items, die nur als Belohnung für erfüllte Aufgaben bekommen kannst. Wenn du bei der Erkundung von Koopa Island nicht vorankommst, versuche dich doch an den Aufgaben. Ja. Lass mal gucken, wie komme ich denn auf die anderen auf? Runter? Wie geht das? Nein, ups, ich schließe. Schließen. Wie sehe ich denn die anderen Sachen? Ich schätze mal A drücken. Mhm. Ich meine so runter, ja, runter scrollen. Ich weiß schon, was du meinst. Aber ich weiß noch nicht, wie es geht. Schade. Hey. Schade. Warum gibst du es mir jetzt nicht wieder? Deine Zeit ist abgelaufen. Nein. Deine Zeit ist vorbei. Nein. Okay. Du darfst nie wieder spielen. Jetzt bin ich traurig. Und ich schmolle. Das freut mich. Hey, wie hast du das gemacht? Ah. Hey, wie hast du das gemacht? Ah, und dann nach unten einfach. Beziehungsweise nach oben. Ich glaube, du musst... An diesen grünen Seitenbalken. So. Oh Mann. Bitteschön. Okay. Guck mal, du kannst da oben auch noch die Nebenaufgaben auswählen. Ah. Oh, Pokémon-Trainer. Wir sind der Pokémon-Trainer geworden. Yay! Belohnungen über Belohnungen. Wir sind solche guten Menschen. Wir kriegen so viele Belohnungen. Was machen wir eigentlich mit diesen Fossilien-Dingern? Das weiß ich noch nicht. Aber wir können ja gucken, ob wir schon andere... Vielleicht finden wir es noch heraus. Aha, aha. Flugfreunde. Wow, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Naja. Ja. Gehen wir mal auf jeden Fall zurück, weil wir wollen ja noch die Piepsteine einsetzen. Die Piepsteine. Die Piepsteine habe ich nicht. Die Steine, die man nicht aussprechen darf. Piep. Ich habe P-Steine gesagt. Außerdem haben wir jetzt schon wieder Futter bekommen. Ja, das ist gut. Und da denkt man aber gleich das nächste Gericht aufzusetzen. Mhm. Weil wir haben im ersten Part gelernt, sobald ein Gericht fertig ist, gleich das nächste machen. Aber nur, ja genau. Ist nicht figurförderlich, aber... Ich sag, es ist ein Glurak. Nee, ein Glumanda. Was ist das denn? Ich sag, es ist ein Sandan. Oh, ist es nicht so ein Sand-Pokémon? Ja, kann man süß. So sagen. Süß! Oh mein Gott! Ich würde sagen, wir nehmen ihn gleich ins Team mit auf. Die Frage ist nur, ob wir dann Radfratz oder Taubsi rausmachen. Vielleicht eher Taubsi. Welche Level haben wir nochmal unsere? Die haben das gleiche Level, glaube ich. Ich glaube, beide 3 oder 4. Entschuldigung, ich gehe mal kannst zurück. Ja da, nee, da oben ist doch Radfratz. Kannst du gleich gucken. 4, ja gleich. Ich meine, Bisasam lassen wir natürlich drin. Ist ja unser Starter. Obwohl, wir können eigentlich auch unseren Starter wegmachen und dann... Nein. Okay. Wer würde sowas tun mit klarem Verstand? Was möchtest du? Möchtest du lieber, dass Ratzfratz weggeht oder dass lieber... Die Entscheidung überlasse ich dir. Ich würde halt Ratzfratz rausnehmen. Aber guck mal, jetzt haben wir hier unsere Steine. Wie kann man doch Ratzfratz rausnehmen? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ist die Frage, sind die jetzt einzeln? Diese Werte oder gelten die für alle, die wir jetzt haben? Dann werden wir jetzt mal gucken, wenn wir die anderen antreten, ja, ob dann noch bleiben. Sagen. Ja, nee, das ist für alle. Okay, dann würde ich jetzt nicht, wenn du Radpass raussuchst, ihn aufleveln. Okay, okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück und wir gehen jetzt mit Team und dann ändern wir und dann tun wir die P-Stellen hinzufügen. Da unten ist. Ich will erstmal sagen, dass wir ganz kurz schon mal, weil das dauert ja ein paar Runden, dass wir es nicht. Ah, komm, ich mache einfach zufällig. Zufällig! Okay. Kochen. Kochen. Kochen, 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 wir kochen, kochen, kochen. So, und jetzt, wir haben schon wieder einen Erfolg. Oh, ich will Geld. Ich will Geld. Ja klar, was denn sonst? PS-Gutscheine. So, dann auf zu unserem Team. Ich finde, ich schlage mich gar nicht schlecht. Team, T-Arm, work. T-Arm, work? T-Arm, work. So, oh, wow. So, wie tun wir raus? Warte, ich schätze mal, wenn wir den hinziehen, dann geht er raus. Yes! Ja. Wow, das ist eine wunderschöne Kombination. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen Fernkämpfer und 2 Nahkämpfer. Ja. Stimmt, so, da müssen wir natürlich auch mal drauf achten, wenn wir unser Team aufstellen, dass es gut ausgewogen ist. Haben wir jetzt gut ausgewogen, einen Fernkämpfer? Du kannst ja Radfratz nochmal kurz tauschen mit Sandan, aber ich glaube, Radfratz ist auch ein Nahkämpfer, als ich denke. Ja, ändert sich nichts. Okay, sehr gut. Aber er kommt schon mit Level 3, also ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, ich habe das ja früher bei den Pokémon... Oh, das ist ja goldig! Ja. Oh. Ich habe das ja früher bei den Pokémon Edition gemacht, ich versucht habe, alle meine Pokémon, also nicht alle, aber die meisten, immer so mit dem Level gleich zu halten. Das heißt, ich würde jetzt dann später wahrscheinlich Radfratz wieder dazu tun. Wow, aber, ich wollte unbedingt sehen, was wir da haben. Ja, das ist der Pokédex. Und das heißt, da sind unsere ganzen... wie viel waren es früher?
151, aber vielleicht gibt es hier mehr, ich weiß nicht. Nee, 150. Oh! Ob wir noch ein Mew finden? Ja, aber ich glaube nicht in diesem Part. Schade. Es war zumindest mal... Oh, wir haben sogar Deko-Objekte, wenn wir was einfügen wollen. Du kannst die Deko-Objekte, die du erhalten hast, in deiner Basis aufstellen. Stelle ein Deko-Objekt auf, in dem du einen Platz berührst, der zur Größe des Objektes passt. Der Effekt eines Deko-Objekts wird sofort nach Erhalt aktiviert. Cool. Seine Platzierung in der Basis spielt dabei keine Rolle. Ey, so ein Relaxus-Sofa oder so eine Pikachu-Tür, das wäre schon... Nice. Das hätte schon was. Das wäre richtig von der Niceigkeit her. Ja. So, aber wir wollten doch nochmal aufleveln. Wie ging denn das jetzt nochmal? Was? Wie level ich die denn jetzt auf? Besser aufleveln tun sie durch Kämpfe. P-Steine! Ich meine P-Steine! Also muss ich sie direkt anklicken, oder? Ja. Vermutlich. So, mal sehen. Also... Dieser Samen hat jetzt auf jeden Fall schon einen Kraftstein. Ja. Dann würde ich bei den anderen beiden auch einen Kraftstein hinzufügen, auf Alles jeden Fall. Klar. Zack! Sana! Sanja! Sandan! Hi! Ach, okay. Sandan kann anscheinend nur. Du musst ja gucken, ob die Zeichen passen, oder? Ja. Ja, gut. Weil das nicht jeder machen kann. Das ist natürlich schlau, wenn man das nimmt, was einen höheren Wert hat. Ja, kann nicht schaden. Gut, dann würde ich sagen... Komm. Warte, ich will was überprüfen. Okay, ich warte. Marco wartet, weil er nie was entdeckt hat. Bedanks. Ich bin gut. Call me Emily. Call me Emily. Nicht besser, aber es hat 16,50. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter erkunden. Und schau mal. Ich gelobe Besserung. Ob uns auch Mew über den Weg läuft? Oh ja. Wird es nicht. Mhm. Aber wir schauen mal. Guck mal, jetzt haben wir sogar 896 und davor hatten wir nur was mit 625. Und diese P-Steine machen halt wirklich den Shit aus. Ja. Dann sollte der Kampf doch jetzt leichter werden. Aber jetzt auf zum Boss. Boss. Mal sehen, ob es Hugo sein wird. Sieht sogar ein bisschen so aus. Hauptaufgaben. Versuche zunächst bei den Hautaufgaben voranzukommen. Okay. Ja, Hautaufgaben. Bei den Hautaufgaben im Leben. Ja. So. Pokémon gesichtet. Jetzt wird wieder gebattelt. Oh, Sandman ist jetzt ganz vorne. Ein Sturm. Also jetzt, sobald man bei höheren Levels ankommt, konzentriert man sich halt wirklich nur auf die Attacken. Ja. Also solltest du vielleicht schauen, beim nächsten Mal, dass du mit Sandman vielleicht zuerst angreifst, weil der geht ja immer nach ganz vorne raus. Aber die Angriffswelle hast du auf jeden Fall überstanden. Wer ist denn fern überhaupt Nahkämpfer? Das weiß ich ja gar nicht von den Pokémon. Ich denke mal, dass... Ich weiß nicht. Also entweder ist Bisasam wegen seinem Blättertanz Fernkämpfer oder Taubsi, was fliegen kann. Aber auf jeden Fall ist dann immer so wie Raffratz voll weit vorne. Ja, okay. Okay. Auf geht's. Oh nein! Das habe ich nur verschwendet. Ja, es sollte wieder aufgeladen sein. Bis... Dodo, auf geht's. Der wieder ist wohl ein Gesicht stellt. Flatterdang! Das sind auch ganz Äthiopien, die da rumwackeln, die Dodos. Ja, aber mit ihren zwei Köpfen, Mann. Ich habe immer nicht verstanden als Kind, warum die zwei Köpfe haben. Tja, die Frage ist, warum hat Dodo die drei Köpfe? Ja. Alle drei wollen gerne ihre eigene Portion haben. Das würde ja zu dir passen. Was? Ich bin wieder Mauzi. Doppelpack. Ja. Miauz, genau. So, und Raffratze. Aber diesmal sind es nicht unsere Freunde, also Papa. Nee, mich würde es eben halt freuen, wenn ich, wenn vielleicht einige Leute so reinschreiben würden, was ich für Erfahrungen mit Pokémon gemacht habe. Ich hatte nämlich, ganz normal, oh nein, ich hatte einen Gameboy gehabt, so einen ganz uralten, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, Gameboy Color, glaube ich, ist der. Oh wow, mein Gott! Gut, dass wir Raffratz nicht mehr im Team haben. Der hätte jetzt bestimmt moralische Konflikte mit sich. Warum? Das wird die Weiterentwicklung. Ich weiß, aber trotzdem. Und Zingel, Attacke! Attack the Mans! Attack on Pokémon. Wir sind die Pokémon und ihr seid das Essen. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Wir sind die Pokémons. Das war gerade voll schlecht. Ich hab noch eine Attacke. Hier, nimm das! Und nimm Sandsturm! Ich konnte niemals Sandsturm mehr machen. Ja, das war die gerade noch erledigt. Man tritt nicht auf jemanden drauf, der schon am Boden liegt. Tü. Das macht man nicht. So,
So, was haben wir bekommen? Jetzt erstmal schönes Aufleveln. Fünf. Nur dieser Samen nicht, der bleibt stur auf seine 5. Ja, es ist auch nicht so leicht. Sie müssen das eigener Kraft tun. Ja. Es dauert 30 Minuten, eine Zelle der Batterie aufzuladen. Oh Marco, das war so gut! Ja. Wow. Und wir haben Deko-Element bekommen! Du hast die Statue des Gedeihens gefunden. Glückwunsch! Ab jetzt erhalten alle Pokémons bis Level 5 mehr Erfahrungspunkte und durch Erkundungen. Ja, toll, dass wir nur 2 haben. Wir konnten das Pokémon vertreiben, das hier anscheinend das Sagen hatte. Es hat etwas hinterlassen, das aussieht wie eine Pokémon-Statue. Was das bloß ist? Das ist eines der Monumente dieser Insel, die Statue des Gedeihens. Mhm. Die Statue wurde in der Form von Radfratz gemeißelt. Sie drückt wohl den Wunsch aus, genau wie Radfratz zu gedeihen, da diese reich an Nachkommen sind. Erkundungen dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zur Statue abgerufen. Nachforschung zur Statue erfolgreich. Es scheint, dass sie an einem Ort geweiht wurde, der Legendenreich genannt wird. Okay. Oh, unser erstes. Sehr cool. Und ja, und in unserem nächsten Part kriegen wir gleich 2 Stück. Ja, anscheinend. Wie cool. Also ich nehme an, ist das jetzt Wasser oder Meer? Oder ja, ich glaube, da gehen wir als nächstes hin. Suche abgeschlossen, Route zu neuem Gebiet entdeckt. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir dann in die feuchtere Gebiete. Und wir hoffen auf jeden Fall. Was denn? Tut mir leid, ich wüsste gerade. No, ich glaube, wir beenden den Part jetzt ganz schnell. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.